Alright, ich wollte das hier gucken. Influencer raus aus den Stadien von Sata Hugo. Ja. Pamabu freut sich, Junge, Bro. Endlich kann er mal wieder was hochladen, Junge. Endlich wieder Geld verdienen. Ist passiert. Holy shit. Holy shit. Pamabu, ich hab dich. Alright, ich hab dich. Es geht wieder los. Hier passt jetzt mal auf bei Wortwitzen, dass die nicht zu flach sind, weil die droppe ich ja nur so zwischendurch, bisschen so aus Spaß, halt mal so alle 2 Stunden. Aber genau so ein gedroppten Joke, also so Ü80-Joke, wurde jetzt wieder bei Sata Hugo mit eingebunden, direkt ins Intro. Aber damit du schon mal einen Vorgeschmack haben kannst, auf die Schattenseite. Bro, und das ist halt wieder das Ding, ne? Ich muss sagen, wir haben gestern mit Rohat eine Tierliste gemacht, von humortechnisch. Und ich finde, Adam hat wirklich einen geilen Humor. Aber das ist das Ding, wo ich sag, hier geht's Richtung Mario Barth. Geile NTV, Adam. Bin ich lustig. Wie er situativ seinen Humor verwendet, ist schon witzig, aber ist halt auch sehr trocken, weißt du. Maximale Belastung 4G. Leute, wir können das gar nicht fahren. Ich stream nämlich mit 5G. Mann, Digga. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Bro ist einfach 35. He was upset that his big brother wasn't waking up. Das ist Max Radin, das bin ich. Du musst mal kurz mitkommen. Also für mich, wenn ich irgendwann mal bei sowas mitmachen sollte, würde es für mich, und da bin ich auch wirklich schlimm, daran scheitern, mit anderen Menschen zusammen in einem Zimmer zu schlafen. Boah, kommt ernst drauf an, wer. Ich finde, das Einzige, was echt nicht fit geht, ist, wenn man schnarcht. Alter, wenn jemand schnarcht, Junge, tot. Ich habe zwar jetzt auch geschnarcht, die ganze Zeit Mascha hat so ein Video bei Insta hochgeladen, gottlos, by the way, wo ich geschnarcht habe, weil ich jetzt krank war, aber wenn ich normal bin, schnarche ich eigentlich jetzt nicht so krass. Ich hab mich voll geschützt. Ich hab in die Hose geschissen. Lass mal alle decken. Das war richtig. Bro, no joke. Also, ich Zimmer mit Zabix zu bekommen, ist ja wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann. Ekelhaft, wenn ich das Ding hier hochmache, dann steht die Luft hier drin. Das verspreche ich dir. Ah! Oh! 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 Das war ein Versehen. Oh! Alter, ich hab mich so erschrocken. Meine herzlichen guten Morgen. Ich bin wieder mit Jofi im Bus und fahre der Gruppe hinterher Richtung München. Kommt man hier als Fußgänger irgendwie durch? Das ist schon richtig assi, wenn wir da leicht lang gehen, oder? Oh Mann. Was ist mit ihm eigentlich passiert, Bro? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Er hat sich irgendwie die Schulter gebrochen oder so? Möchtet ihr schon was zum Trinken bestellen? Ja, bitte. Für mich eine große Cola Zero, bitte. Wir haben nur normale Cola. Normale Cola? Cola! Digga, gib mir Kicks, gib Tempo. Das kein Spiel, das kein Nintendo. Junge, wohin? Ich würde mir You Never Walk Alone heute im Stadion wünschen. Oh Mann. Du sollst einfach hier rüber. Gut gemacht, Thor. Danke. Ich habe auch noch nicht einen Unfall gemacht. Boah, Digga, what the fuck, Alter. Ja, Bruder, aber ich verstehe nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich gemault hat mit so einem Ding. Also klar, normalerweise fährt man die Dinger auch 2 Kilometer und nicht irgendwie 500, aber so. Wie passiert das? Ist gut. So, machen. Deutschland. Mann, Junge, Max, Alter. Bruder, Max sieht irgendwie aus wie einer von Drachenzähmen leicht gemacht, oder wie das heißt, Junge. I'm gonna say 5-0 Germany. But you're having fun and that's good. That is the main thing. We're gonna have fun. No Scotland, no party. But we got your mechanic. Digga, die Schotten haben so ein Rad ab. Habt ihr diesen einen Schotten gesehen, der den reingejumpt ist? Bro, das ist so gefährlich. War das ein Schotte? Ich glaube, entweder ein Schotte oder ein Engländer. Bro, what the fuck? Ist das jetzt das 1000. Maskottchen-Interview, bei dem ich versuche, ein Maskottchen anzureden und das Maskottchen kann nicht antworten? Jawohl. Ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden. Guckt euch Albert den an, Digga. Also Bro, das ist kein Adam, Digga, der sieht aus wie eine Kartoffel mit Augen. Das ist so scheiße, Digga. Ey, Rita, ich finde den eigentlich ganz cool. Ich finde den nicht so arsch, Bro. Ich weiß nicht, was die letzten Maskottchen waren. Ich bin in der EM mega invested, aber in der davor irgendwie gar nicht. Ich finde den okay, Bro. Er ist okay, Bro. Er braucht mal ein paar stabile Sneaker, aber ansonsten geht er doch eigentlich ganz hart. An, Digga. Also, Bro, das ist kein Seine Adam, Botten Digga, der sieht aus wie eine Kartoffel goofy. Mit Augen. Das ist so scheiße. Wer ist Paule, Bro?
Paul? Wer ist er? Wann war er denn Maskottchen, Junge? Macher, Bro. Ich will das kaufen und damit auf eine Sexparty gehen. Also wir haben uns ja gestern das erste Mal jetzt gesehen. Ich glaube, du bist so ein extremer Perfektionist, oder? Auch so ein richtiger Hustler hinter den Kulissen. Oh, außer im Bett, da lass ich mich gehen. Alles klar. Cubes, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder, der Clip, Junge. Bruder, ich habe den Clip Dominik gezeigt und Dominik schwört darauf, dass Anton was gesehen hat durch diese VR-Brille. Anders kann dieser Clip nicht zustande gekommen sein. Jason Derulo. Aber was kann ich jetzt hier noch machen? Sorry, ich seh dich nicht mehr. Du warst unsichtbar gerade. Nein, ich seh dich nicht. Schau mal, Tone sehe ich ein bisschen. Ja. Wir sind auf dem Fernsehturm. Ich hab da zum Glück noch Tickets bekommen von ESN. Ihr habt's ja gesehen. Das war krass. Da waren Leute wieder so sauer, Influencer raus aus Stadien. Leute, in den Logen, wo ich war, waren so schmierige Anzugträger mit zurückgegelten Haaren. Willi und ich wurden so aggressiv. Da war so ein fetter Wichser, der sich für den krassesten gehalten hat. Der hat nicht einmal hingeguckt. Deswegen f***t euch heftig für die Leute, die sagen, wir sollen raus. Wir waren so heftig krass im Fußballfieber. Bruder, no joke, mich fuckt das auch ein bisschen ab. Ich bin jetzt nicht so der übelste Stadiengänger. Aber Real Talk, ich könnte an EM-Tickets kommen, aber ich bin jetzt so am Überlegen, so, was soll ich das jetzt machen? Kein Bock, dass dann alle so denken, ich bin voll der weirde Typ, der jetzt so zum Event-Ding geht. Ja und, ich feiere halt das zum Event, was ist daran denn so schlimm, Bro? Bro, Fußball ist, ich feiere Fußball ja nur sonst nicht, weil ich keine Mannschaft habe, die ich verfolge. Bro, jetzt kann ich eine Mannschaft verfolgen. Bruder, der Sport ist todesfresh. No joke, ich habe von der EM alle Spiele geguckt, als ich krank war. Ich finde das übelst geil, ich freue mich unfassbar drauf, am Samstag dieses, das Achtelfinale zu gucken, Junge, das wird ein Traum. Übelst geil, weil halt dann lebenslange Fans nicht reinkommen. Ja, Bro, aber man, in diese Logen, wo die das sind, da würden die auch so nicht reinkommen, sind wir ehrlich. Also das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja wirklich Quatsch. Die sind ja, diese ganzen Leute sind doch immer in so VIP-Logen oder so ein Scheiß. Ja, keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht. Ich finde das immer so, I don't know. Ich weiß immer nicht, was ich darüber denken soll. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, ich check das, weil dann können halt die Leute, die eigentlich halt ihr Leben lang Fußball gucken, da nicht rein. Auf der anderen Seite, Bro, Digga, ich finde das auch geil. Ich will es auch sehen. Was ist denn daran verkehrt, dass ich das auch sehen will? So, nur weil ich jetzt ein Influencer bin, bin ich jetzt ein Hurensohn oder was? Bruder, da sind auch tausend andere Leute, die nur da drin sind, weil die EM ist und sonst gucken die keinen Fußball. Ja, okay, gut, Schere. Hier gerade beim Eröffnungsspiel von Deutschland. Oder ein CSGO-Tournament gucken. Ja, oder das da, oder das. Die EM-Eröffnungsshow war so, so kacke. Ja, also wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, hättest du einen Monat vorher Zeit gehabt, hättest du das mit 4 Klässlern hinbekommen. Aber das war wirklich wie eine Schulaufführung von kleinen Kindern. Oh, sorry. Oh. Sorry. Yeah! Der Kartoffelmann und Musiala. Stell dir vor, du spielst dein Leben lang Fußball und bist dann aber einfach... Oh, kommt jetzt der Hugo-Shitstorm. Dein Leben lang Fußball und bist dann aber einfach deutschlandweit nur bekannt als der Typ, der das Kartoffel-Ranking gemacht hat. Beste, Mann. Normale Kartoffeln auf die 1. Normale Kartoffeln... auf die 1. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Bruder, ist ja toll und so, dass er da ein bisschen die Fußballlinie herkriegt und so, der Kollege. Aber Bruder, wirklich, normale Kartoffel auf die 1 ist so fern ab, Bro. Das ist also, Bruder, das macht mich so sauer als Kartoffelliebhaber, dass er die normale Kartoffel auf die 1 packt. Versteh mich nicht falsch, die normale Kartoffel ist gut, so wie sie ist. Aber auf die 1, Bro, ist crazy. The fuck? Meine Frage war... Zu oft Kopfball bekommen. Mein Junge, der Arme, ey. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Meine Frage war, was nochmal? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Die werden dafür bezahlt, Chef. Er hat 50 Euro gewettet. Auf ein 4:1. Oh. Weil ich sage ehrlich, ich würde es schon werden. Da werden die Tweets gemacht. Leute auf Twitter haben, also es gab so einen Tweet von den üblichen Verdächtigen und dann war halt auch dieses Leute fangen an mit Glücksspiel, war so drin von Wieland und Leute waren so, ja und dieser Wieland, wie dir das, also ich fühle an sich den Point, dass wir das vielleicht jetzt oder dass Hugo das vielleicht nicht im Stream hätte erwähnen müssen und so, all good, das checke ich alles, aber was ich witzig fand war, Leute waren dann so, ja dieser Wieland, wie der auch noch sagt, fangt an mit Glücksspiel. Der hat ja wirklich auch gar keine Scham mehr, Mann. Bro, wie man so instant merkt, dass er so einen übelsten Joke macht, Alter. So, Bro. Leute, fangt an mit Sportwetten. Hier, der Erste schreibt Sportwetten, so dumm. Wer zu Tipico geht, wenn man ein Scheinchen macht. Jetzt verharmlos, er doch noch mit einem Scheinchen. Scheinchen, ja, das ist crazy. Das sind Sportwetten. Mach das ein bisschen knackiger, das Ding. Knackiger? Ja.
I am moving to Germany for a whole month, chap. Oh nein, Bruder. Digga, jetzt schneidet er gleich in den Döner rein, ich seh schon. Are you moving to f***ing Germany? Oh Mann. We here in Germany. Come on, Germany. Bruder, ganz kurz, warum zum Fick in Gottes Namen war Nader Jindawi da, Junge? Bro, was? Also, Bruder, was ist da passiert? Digga, er streamt einen Tag mit Nader Jindawi, den Tag drauf ist er beim Premierminister von Albanien, Bro. Was ist das? Also, what the fuck? Und bei uns hatte er Nader Jindawi? No front oder so, aber das habe ich gar nicht gecheckt. Mini, gib mir Hafer! Oh, weirdes Sidequest, ja, ja. Oh, Digga, komm mal. Platz, Jungs. Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Salam alaikum, Habibi. Take me to the best donor spot, bro. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich habe so viele Fragen. Donor time. Der Sommer kam. Und Berlin war der schönste Platz auf Erden. Where's that donor at? Come on, boy, I can't wait for that donor. No joke, ich gucke sonst keine Speed-Streams, aber... Bruder, das ist wie so ein Unfall gewesen, ne? Wir haben das vor unserem Stream geguckt. Bruder, ich konnte das nicht abschalten. Ich musste das gucken. Das war ganz schlimm. Digga, das war, Junge, ich dachte die ganze Zeit so, Bruder, es ist so unangenehm. Aber ich hab's halt geguckt, ne? Muss man sagen. Where's that donor at? Come on, boy, Bruder. I can't wait for this donor. Das kann man so heiß auf Döner sein. Bismillah, donor time! Bruder. Yeah, let me talk to me. Let me cut that meat. Bro. Oh mein Gott. Das ist so krank. Bro, das sieht aus wie so ein Meme, Alter. Das sieht aus wie so ein Meme. Bro, das ist er hier. Das ist er hier, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, herrlich. Das ist geisteskrank, ne? Schön, wenn es zu dick ist, dann hast du verloren. Oder er hat den Döner gefickt. Like, how do they know we're here? Like, where are these kids spawning from? An dem Tag Security-Mann zu sein, muss nicht gebockt haben. Ich vertraue ihm nicht, dass er Auto fahren kann, ne? Komm, er schneidet sich nicht an. Er fährt wie ein Gangster. Man denkt, er hat noch gleich noch eine Knarre in der Hand, ja. Bruder, wie wie fährt er? Hat Handy am Steuer. Hä, ist er nicht angeschnallt? Doch, oder? Ist er nicht an... Bro, war er die komplette Fahrt nicht angeschnallt? Dumm, Alter. Handy am Steuer? Nicht waren ja nur 5 Minuten, Bruder. Ich sag euch ehrlich, ich schnall mich immer an. Digga, ich bin da so ein richtiger Eimer, ich zieh's eiskalt durch. Da wird richtig was unruhig in mir, wenn ich so 20 Sekunden Auto fahre und ich bin nicht angeschnallt. Scheiße, geil, ich find das übelst geil. I haven't actually tallied a score up yet, but I have enough negatives on here. I can definitely say that I won't have to fail you. Be careful! I know! Hey, speed, I have 2 kids! Hey, what the fuck? Oh my god! Bro, what the fuck? Oh mein Gott, ich dachte kurz, dass es in die Glasscheibe geht oder so. Fick dich, ich geh jetzt ins Wochenende. Der letzte Clip war stark. Fick dich, ich geh ins Wochenende.